strengt man sich mehr an. Oh, scheiße, gleich schließt er mich auf. Oh, scheiße. Der Armleuchter steht hier. Das ist eine Parodie auf der Kronleuchter. Was für ein Mist. Echter Mist. Der Armleuchter als Verarsche vom Kronleuchter, ey. Habe ich schon bessere Verarschen gesehen. Also, der war flache Agreement. Glaub mir. Alte Bücher. Nichts Gutes dabei. Oh, aber dafür hier ein Champion-Mitglied. Stellt euch den Kampf, ihr dreckigen Karnivaren! So, Helen? Wenn ich bitten dürfte? Bams. Pille-Palle. Und die geben ja auch sehr schöne Erfahrung. Noch ein Kopf rollt. Und noch mehr Köpfe rollen. Ja, Köpfe werden rollen. Im Sinn gemäß von der Green. Wow, wir haben gleich wieder ein Level up. Also... Und ich habe mir eben Sorgen gemacht, dass ich hier unterlevelt sein werde. Also mit Hell hat meine Seite und ihrer Trance. Was habt ihr hier verloren? Ihr solltet aufpassen, sonst verliert ihr zusätzlich noch euren Kopf. Das hat dein Kumpel eben auch schon gesagt. Und der liegt da irgendwo als Blutpfütze rum. So, fünfmal kann ich noch Eisfall benutzen. Oh. Ach. Könnte sein, dass er auch durch den Trance verfällt. Das ist geil. Und Level up. Ihr fallt um wie die Fliegen. So. Magischer Saft. Ich glaube, Ellen ist jetzt auch in Trance. Auf jeden Fall habe ich hier die MP mal wieder schön aufgefüllt. So wie es sich gehört. Wirklich hässliche Armstulpen sind hier im Schrank. Was erwartest du? Als ob die so viel Kohle hätten. Na, ihr Klein? Das passiert, wenn Mami euch alleine spielen gehen lässt. Soll ich dir mal was zeigen? Das ist in meiner Hose. Obwohl, damit soll ich nicht auszutreten gehen. Oh yeah, Ellen ist auch in Trance. Jetzt haben wir schon zwei Trance-Leute, aber ich muss aufpassen, dass die mir hier nicht wegknippeln. Pff. Erbärmlich. Wenn ich schlechte Bücher lesen will, dann lese ich die, welche Alex geschrieben hat. Gemein. Tja, Alex ist der Einzige, der mit solchen Sprüchen parat hält. So, wie viele haben wir hier noch? Oh, nicht mehr viele. Aha! Dreckiges Kalivarenpark. Wir, welches Zeit gehört auf den Scheiterhaufen? So, was hat Ellen da so schönes? Kraftvolles Licht, Energieexplosion. Ende seine Stärke um 200, alliges Mol. Kraftvolles Licht. Bam! Damit dürfte der Dungeon ein Kinderspiel werden. Ha! Komm her! Was habt ihr hier zu suchen? Irgendwas nur im geheimen Dungeon. Dauert nicht lang. So, kraftvolles Licht. Und für die, die stehen, ein Eispfeil. Geh mir. Mach's gut. Ja. Mach's gut, wir suchen jetzt einen Dungeon. Oh Mann, wir sind wieder kurz von einem. Fast von einem Level up oder haben die Hälfte zu einem Level up, so. Sollte aber. Ich will lernen, richtig zu sprechen, richtig zu lesen oder auch die richtigen Kommentare zur rechten Zeit fallen zu lassen. Naja, manchmal muss man auch ein bisschen improvisieren. Na komm her. Was habt ihr zu suchen? Dich und deinen Kopf, der gleich rollen wird. So, kraftvolles Licht. Bams. Also, ich glaube es, Agreement, du solltest die Trance herausnehmen. Weil danach wird das Spiel zu einfach selbst auch schwer. Tja, und noch jemand, der uns nicht mehr in die Quere kommen wird. Auch dieses fiese Gesicht gefällt mir. Ein riesiges Mottenkugellager. Motten? Hat er Motten hier verloren? Na komm her, du bist der Letzte. Euer letzte Stunde wird geschlagen. Guck mal die ganzen Blutpflützen an. Ich glaube nicht. So, und für dich ein normaler Angriff. Sonst wäre das ein MP-Verschwendung und ich glaube, ich sollte... Oh yeah, Zauberrune. Tja, und noch jemand, der uns nicht mehr in die Quere kommen wird. Wir haben es geschafft. Wir haben das Schloss erobert. Nun können wir uns auf den Weg und den machen und den Dungeon suchen. Schön, 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 schön. Endlich. So viel Schlund auf einem Haufen. Das sagt jemand, der ständig Schlund von sich gibt. Ui, magische Blutpfützen.
Tja, im Moment habe ich ihn nicht abgeschlachtet. Ach, was soll's. Beim RPG-Maker ist das so konstruiert, dass, wenn man auf eine Map kommt, NPCs auf einer bestimmten Position starten. Und dann wird halt, wenn ich ihn töte, das Blutding aktiviert. Und wenn ich wieder auf die Karte komme, dann liegt halt das Blut an der Startposition des NPCs. So, und da wären wir im Dungeon. Diese Tür ist verriegelt. Irgendwo muss ein Schalter sein. Wir sollten alles genau untersuchen. Jetzt sagt bloß nicht, der ist irgendwo im Schloss. Oder ist er hier so provokant? Er will's mich verarschen. Er will mich verarschen, der Agreement. Oder Moment mal, vielleicht ist er irgendwo draußen. Hab ich mal wieder... Achso, der ist weg. Ich dachte schon, ich hätte wieder einen Bug entdeckt. Ja, wenn man hier auch durchkäme. Ja, hier haben wir noch zwei Fässer. So. Tja, da habe ich mich wohl auch schwer eingelassen und jetzt muss ich auch schwer durchzocken. Wo könnte hier ein Schalter versteckt sein? Das ist schon mal eine schöne Frage. Oder ist er wirklich hier am Dungeon versteckt? Oder ist es der Pilz hier? Das ist... mysteriös. Was ist mit dem Holzding hier? Nö, nix. Eine Fackel ist auch nix. Das reicht, wenn ich von einer Seite an quatsche, aber... die sollen auch nix. Nö. Du gemeiner Hund. Ah! Das sollte die Tür entriegeln. Ein Geheimgang, du Fuchs, ey! So, kein Schwertsymbol, das heißt, wir sind hier nicht unterlevelt. Mal sehen, hier steht. Addiere auf 113. Während ein Schalter 3, der nächste 7 und der letzte 4 ergibt. Na toll. Mathe. Warte mal. Hier ist ein Schalter, daneben steht löschen. Lieber nicht. So, mache ich euch erstmal hier platt. Damit ich hier in Ruhe rechnen kann. Wow. Also der ist schon mal lichtresistent. Oh oh. Vielleicht sollte ich einmal heilen. Ich weiß es nicht. Ich mag gerade die Trance. So, der Schwarze könnte... egal, versuchen wir es halt mit dem Lichtzauber. Danach den Eiszauber. Perfekt. Ihr habt den Kampf gewonnen. Und wieder viele, viele Erfahrungspunkte. Das ist schön. So, 113 mal hat. Ja. Und dann gehen wir erstmal hoch auf 100. Moment, wie war das? Ey, ich kann mir das nicht merken auf die kurze Distanz. Ah, leck. Auf 113. Der erste ist 3, der zweite 7, der letzte 4. Okay. Dann machen wir das ganz einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wenn man... geniales Gehirn, das jetzt richtig gerechnet hat, müssen wir 77 haben. 80, 87, 90, 97, 97, ja, 100, 107, 110 und 113. Ich hoffe, ich habe jetzt damit richtig gelegen. Die sollten wir, glaube ich, nicht berühren.
Die kennen wir noch aus dem ersten Teil. Die sind so fies, die Dinger. Doch schnell die Tür öffnen, scheiß drauf. Elementarring und Kronen, das ist gut. Oh, ich hoffe, das Rätsel wurde jetzt nicht gelöscht. Bunterring, dieser Schütz vor Feuer und Eis. Mal sehen, Stachelring, Schutzband. Ja, kriegt Helen das Ding ab. Wird halt der Allrounder hier der Gruppe. Ich wollte leck mich. Nein, lass mich in Ruhe. Geschafft. Meine Erfahrung sagt mir, es ist zu ruhig. Deine Erfahrung? Das wird nicht gut gehen. Nö. Junge, mit dir spiele ich nicht, keine Lust. Au, au. Gemeiner Hund. Au. 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 Was so? Hab ich gespeichert? Na, ist ja klasse. Nö, natürlich nicht. Weil ich anscheinend zu viele Spiele mit Autosave-Funktion gespielt habe. Da gut, dann nochmal die ganze Kiste. So. Für meine Gegner, ey. Tolle AOE. Hat richtig Schaden angerichtet. So, und dann sollst du mir angewöhnen, vor einem Dungeon zu speichern. Oh, hier ist die Treppe. Wir lassen den Geist hier runterkommen. Na, komm her. Nein! Wenn ich Gegner verarschen will, da soll ich sie auch schon richtig verarschen. Nicht einfach so andeuten zu verarschen, dann doch nicht zu verarschen. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Oder nicht? Naja, der Dungeon war eh nicht lang. Gut, ein bisschen Erfahrung nachholen, das wird auch nicht schaden. Oh Gott, da muss ich nochmal die ganzen Cherbium Penner killen. Ah, da war schon die Höhle. Hi. So, als ob wir gesessen haben. Wir trotzdem wieder auf die Trance bauen. Man sollte halt nur, wenn man den Fall betritt, ganz gut auf seine Lebenspunkte aufpassen. Ja, Kampf gewonnen, wunderbar. Und an den Thron eigentlich nur Müll war. Oh Gott. Spare ich sie mir. Oh Mist, jetzt muss ich sie ganz normal machen. Oder halt Gegenstand. War was. Magischer Saft. Obwohl dieses Saft erinnert mich auch an was. Yes, Helen ist in Trance. Jetzt dürfte es einfacher sein. Wie gesagt, ich glaube, die Trance macht das Spiel zu einfach. Weil wenn man das richtig ausnutzt, dann theoretisch könnte man einen Charakter so auf Trance halten, die Überskills benutzen, fertig. Bin ich nicht gerissen, Agreement, ne? Schade, dass du nicht dabei bist. Haha. Ich glaube, du würdest entsetzt. Ah, ich glaube, spätestens wenn du das Video siehst, dann würdest du entsetzt schauen. Oh nein, was habe ich getan? Tja. Gegner ist völlig überrascht. Na, das ist ja mal was Feines. Das heißt, es wird keine Gegner geben. Gehört. Ah.
N und Helix halten ihre MP voll, nur für den Fall der Fälle, dass L mir jetzt wegnippeln sollte. Aber so ist das doch langweilig. Na egal, ich will einfach hier nur durchkommen. Mehr nicht. Toll, da war ein Stein im Weg. Jetzt liegt der Gegner mir auch noch fies Steine in den Weg. Und Gegner. Na egal, ich nehme jetzt alles mit, was mir in den Quick vor die Klinge.